Liebe Freunde, liebe Mitglieder, liebe Gäste, herzlich willkommen in Glauchau, in unserer schönen westsächsischen Stadt, die symbolisch für die Industrietradition und für das Unternehmertum in Sachsen steht. Herzlich willkommen auch in der Sachsenlandhalle, die sich ja nach und nach zu einem unserer Lieblingsparteitagsorte entwickelt. Und gleich zu Beginn ein ganz, ganz großes Dankeschön an Mario Assmann und an alle Mitstreiter, die diesen Parteitag organisatorisch vorbereitet haben. Und natürlich ein großes Dankeschön an euch alle, an alle Delegierten, die sich trotz der ohnehin hohen Belastung durch den Wahlkampf die Zeit nehmen für die heute anstehenden und ebenfalls wichtigen Entscheidungen. Die Neuwahl des Landesvorstandes, der Rechnungsprüfer, des Schiedsgerichtes, die Wahl der sächsischen Konventsdelegierten und natürlich die Verabschiedung unseres Landtagswahlprogramms. Liebe Freunde, liebe Mitglieder, unser Parteitag findet in einer politisch stark aufgeheizten Zeit statt. Und das aus verschiedenen Gründen. Erstens, die unkontrollierte illegale Migration, ausgelöst und bis heute nicht revidiert durch die CDU, zerstört die innere Sicherheit und unseren Sozialstaat. Und das wird für immer mehr Menschen spürbar. Die AfD ist die einzige Partei in Deutschland, die konsequent sagt, wir müssen unsere Grenzen schützen. Wir müssen alle Migranten ohne Aufenthaltstitel konsequent abschieben. Und diese konsequente Position bringt immer mehr Menschen zur AfD. Zweitens, die deutsche Klimarettungspolitik wird immer deutlicher zu einer Deindustrialisierungspolitik. An dieser Klimarettungspolitik ist die CDU mit Atomausstieg und Kohleausstieg federführend beteiligt. Die AfD ist die einzige Partei, die den deutschen Weltklimarettungsirrsinn infrage stellt und konsequent ein Ende Wir fordern konsequent ein Ende der Energiewende, bezahlbare Energiepreise und damit setzen wir uns als Einzige wirklich für den Industriestandort Deutschland ein. Und das verstehen immer mehr Bürger, das bringt immer mehr Bürger zu unserer AfD. Und drittens, Deutschland wird geführt von der Ampel und unterstützt von der CDU nach und nach in einen Krieg mit Russland geführt. Auch in dieser Frage ist es die AfD, die ohne Wenn und Aber für eine friedliche Außenpolitik steht. Und das gilt heute umso mehr, wo der Kreml jetzt selbst Friedensverhandlungen anbietet. Für uns gilt keine deutschen Waffen in die Ukraine, kein deutsches Geld in die Ukraine, keine deutschen Soldaten in die Ukraine. Wir, die AfD, wir fordern Diplomatie, wir wollen Frieden. Und auch diese klare Positionierung unserer Partei macht uns für viele neue Wähler zu einer wählbaren Alternative zu den Altparteien. Die wachsende Zustimmung zur AfD und zu unserem Programm macht die Altparteien nervös. Lange vorbei sind die Zeiten, wo man sagte, die AfD wird von selbst wieder verschwinden. Heute müssen sich Parteien wie die Grünen und die SPD Gedanken machen, ob sie überhaupt noch im Sächsischen Landtag sitzen werden. Heute muss eine CDU befürchten, dass sie nicht nur Posten und Mandate verliert, sondern vielleicht sogar von der Regierungsmacht verdrängt wird. Liebe Freunde, die AfD ist eine erfolgreiche Volkspartei geworden. Eine Partei, die immer mehr Wähler überzeugt. Und genau deshalb, weil wir so erfolgreich sind, werden wir von den Altparteien, von der Regierung, vom Verfassungsschutz, von regierungs- und parteinahen Medien diffamiert, stigmatisiert und bekämpft. Keine Kampagne ist zu schmutzig, keine Verleumdung ist zu dreist, als dass sie nicht zum Einsatz gegen uns käme.
Das etablierte System aus Altparteien und Medien schießt mit immer größerer Wut aus allen Rohren. Und trotzdem bleiben bei uns die Zustimmungswerte stabil. Denn hier in Sachsen lebt ein gebildetes Volk. Wir wissen, was staatsnahe Medien sind. Die Sachsen wissen, was staatsnahe Medien sind, die die Opposition diffamieren. Die Sachsen wissen, was ein Staatsschutz ist, der die Opposition bekämpft. Und weil das so ist, weil wir in Sachsen die besten Wahlergebnisse und die höchsten Umfragewerte haben, deshalb liegt auf uns eine ganz besondere Verantwortung. Und zwar nicht nur für unsere Partei, sondern für unser Land. Und weil das so ist, weil wir eine ganz besondere Verantwortung haben, habe ich eine deutliche Bitte heute an euch als Delegierte. Dieser Parteitag ist das falsche Podium, um hier Diskussionen über die Kampagnen gegen unsere Spitzenkandidaten zur Europawahl zu führen und auch nicht geeignet dafür, um die Bundespartei und ihren Umgang mit diesen Herausforderungen zu besprechen. Solche Diskussionen wären ein gefundenes Fressen für die Medien, die groß und breit über die Zerstrittenheit der AfD berichten wollen. Tun wir ihnen diesen Gefallen nicht. Was ich euch versprechen kann, uns in Sachsen wird keine Frau Le Pen und keine Frau Meloni sagen, wie und mit wem wir hier Politik machen werden. Liebe Freunde, Geschlossenheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das zählt insbesondere, wenn der Druck unserer Gegner auf uns immer größer wird. Es geht nicht um den kurzfristigen Erfolg eines Einzelnen. Wir kämpfen für unser Land, wir kämpfen für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Und je stärker die Angriffe, umso größer muss unsere Geschlossenheit sein. Das wird von den Menschen wahrgenommen und das wird an der Wahlurne honoriert. Wir müssen und wir werden in Sachsen erfolgreich sein. Bei der Kommunalwahl, bei der wir mit fast 3000 Kandidaten antreten, bei der Europawahl, zur Landtagswahl im Herbst und auch zur Bundestagswahl im nächsten Jahr. Wir werden erfolgreich sein. Liebe Freunde, liebe Delegierte, für diese jetzt vor uns liegende Zeit, für diese Zeit, in der ganz Deutschland auf die neuen Bundesländer und insbesondere auf Sachsen schauen wird, für diese Zeit treffen wir an diesem Wochenende wichtige Entscheidungen, personell und inhaltlich. Lasst uns gute Entscheidungen treffen. Zeigen wir, dass unsere sächsische AfD nicht ohne Grund der erfolgreichste Landesverband unserer Partei ist. Lasst uns professionell, diszipliniert und geschlossen die richtigen Weichenstellungen treffen. Lasst uns nach diesem Parteitag gestärkt und geschlossen in den Wahlkampf gehen. Ich wünsche unserem Parteitag alles erdenklich Gute. Herzlich willkommen in Glauchau. Vielen Dank, auf geht's!